So, hallo, wir machen weiter. Beim Metroid Dread. Letztes Mal wurden wir vom Emmy verfolgt und haben schon mal festgestellt, in welchem Gebiet der sich hier aufhält. Und dann haben wir den Charge Beam gefunden. Also das war ein ganz schön weiter Weg, den wir da zurückgelegt haben, muss ich gestehen. Und jetzt sind wir hier. Jetzt gucken wir mal, was hier so alles noch kommt. Weil von der Karte her ist das jetzt ein Bereich, der noch nicht eingezeichnet ist. Obwohl wir ja die Karte bekommen haben, aber das... Ach so, ah, die Karte ist nur... Ah, die Karte war nicht der eigentliche... Die Karte war nicht die Map, die Karte war nur der Bereich sozusagen. Ah, ja, I see. Oh, Energy Tank. In meine Tasche. So. Sehr gut. Ah, dann kommen wir jetzt schon wieder zurück. Ah, ja, ja, ich sehe. Dann ist das jetzt unser normaler Weg, solange bis wir durch dieses Wasser nicht kommen. Und hier komme ich auch nicht mehr hoch. Okay. Also es ist schon am Anfang noch relativ linear gehalten. Ah, ich bin schlecht in dem Kontern. Ich bin furchtbar schlecht in dem Kontern. Es ist am Anfang schon noch relativ linear gehalten. Also man hat nicht viele Optionen. Sag jetzt mal vorsichtig. Ach Mann. So. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Das sollte gar nicht negativ klingen. So, das hier kennen wir aber alle schon, ne? Also das hier ist jetzt nichts. Boah, wollte ich nicht hin, hier wollte ich nicht hin. Mach dich einfach bitte weg, danke. Ja, hier ist jetzt nichts Neues. Da waren wir überall schon. Wir gehen jetzt also wieder hier hoch. Da komme ich wahrscheinlich noch nicht rein. Will ich auch gar nicht. Ah, da komme ich dann hier raus. Okay, da komme ich dann da raus. Hier waren wir aber scheinbar noch nicht drin. Warum waren wir hier noch nicht drin? Was ist hier für eine Tür? Zugang offen. Wieso waren wir da noch nicht? Müsste ich mal gucken. Muss ich mal gucken, warum wir hier noch nicht drin waren. Weil das sieht doch nach was aus. Ach, das ist... Das ist der Weg-Dings, wo wir... Ah, doch, ja, klar. Lol. Das ist, wo wir den ersten Emmy getroffen haben. Das ist das. Ja, dann füll uns jetzt... Ach so, und den haben wir, diesen Missile-Container. Ah, die sind auch eingetragen, wenn man die schon hat. Aha. Ah, und auch das ist wieder cool. Das habe ich jetzt erst verstanden. Symbole hervorheben. Damit kann ich sagen, okay, zeig mir alle Missile-Container an. Und dann sind die genauer da. Das ist chillig. Okay, so kann ich dann mehrere... Okay, so kann ich dann... Ja, das ist cool. Schöne Sachen, die sie da gemacht haben. Das muss man einfach mal sagen. Ja, ich schätze, es führt halt nichts dran vorbei, wieder ins Emmy-Gebiet zu gehen. Wie sollte es auch anders sein? Darauf baut das Spiel ja nun mal auf. Aber wir können auch mal gucken, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas tun können, ne? Wir können zwar da reinlaufen, aber das ist effektiv für uns passé. Ah, das hier hat sich auch erledigt. Nee, hier kann ich noch reinlaufen, aber das ist nichts mehr für mich von Bedeutung. Gut. Also dann einmal ganz schnell einfach nach oben. Dann habe ich auch nichts davon, hier großartig Gegner zu zerstören. Es gibt ja keine XP oder sowas. Okay. Dann haben wir jetzt also einen Rundlauf gemacht, aber haben jetzt den Charge Beam dabei. Ah, und hier ist die Charge Beam Tür. Und das führt dann... Ach Mann, ich drücke mal die falschen Tasten. Oh, das führt jetzt vielleicht hier rein und dann da runter und dann komme ich jetzt in diesen Bereich, wo diese Zentraleinheit ist.
Und die Zentraleinheit ist die, mit der ich den Emmy zerstören kann. Richtig? Das ist wieder stärkeres Feuer dann. Ja, ich komme da rein. Und da komme ich nicht dran vorbei. Okay, aber ich käme auch gar nicht da durch. Oh. Emmy hat schon wieder Witterung aufgenommen. Aber jetzt bin ich... Ah, ich bin in dem... Das ist ein Gang drüber. Das ist ein Gang drüber. Schade, ich dachte, ich komme jetzt direkt in den Raum hier. Jetzt muss ich doch wieder... Oh nein. Jetzt muss ich doch wieder hier irgendeinen Gang gehen. Oh Gott, das ist so kritisch, ne? Wo ist das Viech gerade? Das geht nicht auf, ne? Das ist zwar so orange, aber das geht vielleicht nur von der anderen Seite auf oder so. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, hier waren wir schon mal. Das hatten wir alles schon. Es tut mir leid, dass ich ständig die Karte aufmache. Aber dann fühle ich mich sicherer. weil solange ich die Karte aufmache, passiert nichts. Oh Gott. Da komme ich nicht hoch, ne? Nee. Okay, ich höre das Ding. Das ist wieder hier irgendwo. Ja, wie soll ich denn... Jetzt kommt die da oben rum, oder was? Ja, natürlich, jetzt kommt die da oben rum. Ciao. Okay, das geht nicht... Oh, scheiße. Ja, das kann man nicht. Also da kann man nicht. Oh Gott. Oh. pariere den Angriff eines Emmy mit einem Konter. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, das zu schaffen. Aber es ist krass, dass ich hier dann diese Sequenz mit zeigen. Ich meine, wir waren ja schon mal in dem Gebiet. Ist ja jetzt nichts Neues. Ja, ich muss da durch. Ich muss da irgendwie durchkommen. Es hilft nichts. Und da komme ich noch nicht. Da komme ich nicht runter. Da komme ich nicht durch. Ja, aber wie wenn jetzt da oben. Wie soll ich denn. Wo soll ich denn hin? Ja, wo soll ich denn hin? Jetzt kommt er da runter. Ach so, hier so rum oder was? Oh Gott. Oh Gott, dann machen die das ja richtig knapp. Nein! Oh mein Gott, dann machen die das ja richtig knapp. Ah, Alter. Alter, muss ich da wirklich in diesem engen Bereich da unten einmal rum? Oder kann ich die... Ich kann mit der... Ich kann die nicht angreifen. Boah. Aber die kommen doch jetzt wieder hier oben runter, oder wohl? Ja, moin! Ich meine, die Flucht kennen wir schon. Diesen Bereich sind wir schon... Durch den Bereich sind wir schon geflohen. Oh, das ist der. Ah, das ist das andere, die andere Seite. Oh shit, ich wollte nicht schießen. Das war blöd. Ah, jetzt kann ich aber wieder hier rum. Jetzt kann ich wieder hier rum. Da komme ich nicht ran. Da oben komme ich. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Nee, das ist viel zu hoch. Ja, wo muss ich denn hin? Hier komme ich nicht hoch. Muss ich erst wieder hier raus, wie das letzte Mal auch?
Muss ich jetzt wieder den Weg hier hochgehen, wie das letzte Mal auch? Da ist eine Chargebeam-Schleuse, da geht's weiter. Stimmt, hier in dem Speicherraum. Ja, also, ja, okay. Okay, da muss ich hin. Ah, verdammt. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt gar nicht so gut. Ja, das ist jetzt überhaupt nicht gut. Wenn die mich jetzt wittert, komme ich wieder nur unten in diesem Gang entlang. Scheiße, die kommt runter. Nein, die kommt nicht runter. Jetzt! Ciao! Oh mein Gott! Lass mich in Ruhe. So, und jetzt hier raus und dann Abflug. Okay, ich muss zurück in den Laderaum. Ah, ich dachte, der macht Dings. So, so nämlich. Ja, und da komme ich nach wie vor nicht. Also das geht, das wird nach wie vor nicht funktionieren. Da werden wir noch lernen, wie das funktioniert. Was? Was war das denn jetzt? Okay, wir speichern kurz. Sheesh! Also diese Emmy-Phasen sind schon aufregend. Das haben sie schon gut gemacht. Ich fühle mich wirklich, als wenn ich wieder als Kind vor dem SRX davon renne. Hi! Da rutschen wir doch einmal entspannt runter durch. So, was bist du denn jetzt hier? Ah, das kann ich kaputt machen. Ich wollte schon sagen, hier geht es jetzt irgendwie nicht weiter. Aber, ja, hallo. So. Okay, ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Weil das ist jetzt ja ein Weg. Oh, das... Okay, das ist ein langer Weg. Das ist ein langer Weg. Aber vielleicht kommen wir jetzt zu einem anderen Gebiet dann. Ist ja gut möglich, dass wir hier noch gar nicht weiterkommen, ne? Es ist ja auch auf den Metroid so, dass du erstmal viele verschiedene... Erstmal viele verschiedene Wege hast, mit denen du noch gar nichts anfangen kannst. Okay, langer Gang. Okay. Aber lange Gänge sind gut, denn lange Gänge führen uns schnell durch die Räume durch. Ach Mann, ich kann mich nicht konzentrieren. So, jetzt, wenn's vor allem, wenn es zwei gleichzeitig sind, ist das ganz kritisch. Jetzt, nice, so. Okay, wir gehen ganz kurz zu dem Speicherpunkt, der müsste hier lang. Ja, moin, da ist ein bisschen heiß, okay. Da wollen wir nicht hin. Dann muss ich da runter. Nice. Ja, da komme ich zum Speicherpunkt. Sehr schön. Machen wir den gleich. Ich meine, das Spiel speichert ja eh öfter als bei den Speicherpunkten. Das haben wir ja schon mal gemerkt, ne? Also das ist wieder dieses freundliche Speichersystem, was praktisch neu ist. In alten Spielen wäre das nicht so gewesen. Ah, Mist. So, dann gucken wir gleich mal, ob wir hier noch irgendwas erreichen oder ob wir wirklich nach oben links weiter müssen. Möglich ist viel. Aber wo bin ich? Wo komme ich da jetzt rein? Okay, da ist was. Und das ist was, was wir noch nicht hatten. Was machst du denn? Was kannst du? Die Hitzeenergie wurde umgeleitet. Oh. Wird jetzt der eine Bereich nicht mehr wärmer? Oh, jetzt geht die Tür hier. Ah, nee. Okay, ich dachte jetzt vielleicht, dass der Bereich hier nicht mehr warm ist.
Aber der Bereich ist immer noch warm. Als ist das Ding aufgegangen? Thermoschleuse offen. Sind jetzt andere Thermoschleusen auch offen? Da war doch hier, war doch irgendwo eine. Da! Die ist jetzt offen! Okay, also wenn wir Thermoschleusen finden, das kann ich jetzt wieder, meine Dings hier nutzen. Überall, wo die Dinger sind, da zum Beispiel auch, die sind jetzt alle offen, oder was? Ah. Hier waren keine. Da waren keine, nee. Nee. Okay. Da sind die. Das ist cool mit dem Markieren. Da weiß man gleich, wo die sind. Und ich denke mal, die wichtigste wird die hier gewesen sein. Weil dann geht's hier jetzt nämlich... Oh, dann geht's doch in dem Emmy-Bereich weiter. Nee, ich will nicht... Ich will nicht wieder in den Emmy-Bereich. Lass mich in Ruhe. Dann gehen wir kurz nochmal in die Richtung und gucken, was es hier noch so gibt. Wir gehen nochmal kurz zurück. Vielleicht können wir da schon irgendwie irgendwelche Secrets mitnehmen. Das ist wieder so ein Ding, das ist... Ah, oder die sind einfach One-Way, das könnte auch sein. Weil ich glaube, wir kommen jetzt gleich, wenn wir dann den Bereich verlassen. Ah, Mist. Ach, scheiß drauf. Ich glaube, wenn wir die... Ah, ja, okay, wir gehen hier nicht rein, alles klar, gut, verstanden. Mist. Ja, ich wollte sagen, ich glaube, wenn wir den Bereich verlassen, kommen wir jetzt nämlich aus der Thermoschleuse raus. Ach, aus der Dingsschleuse raus. Nein, ich wollte nicht hier... Ich wollte... Oh mein Gott. Okay, ist ja gut. Ich wollte schnell durch und schnell durch war tödlich. So. Bumm. Alter! Dreh ich mich nicht auf. Jetzt. So. Okay. Ach, und jetzt kommen wir hier raus. Okay, das hat dann doch nichts mit der Schleuse da unten zu tun. Das dachte ich nämlich, dass ich hier vielleicht dann... Na, aber ist gar nicht so. Nee, ist gar nicht so. Die ist zwar auch irgendwie da drüben, aber da komme ich so nicht ran. Ja gut, also müssen wir wirklich genau dorthin zurück, wo wir... Okay, dann war der Weg jetzt wirklich für die Thermoschleuse. Alles klar. Oh, und wir können mit Adam reden. Wegen der Thermoschleuse? Datenbank, der für die Ration gab es keinen Eintrag zu deinem Angreifer. Es gibt aber Daten zu einem Stamm von Chosso-Kriegern. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es da eine Verbindung gibt. Oh, ist ein Chosso-Krieger hier dann diesmal der... Du hast die Architektur und die Artefakte des Kriegerstamms auf diesem Planeten gesehen. Also muss er hier gelebt haben. Aber warum führt dich jemand her und hetzt dann die Emmy auf dich? Vielleicht war das Video mit dem X-Parasiten doch nur eine Fälschung, um dich anzulocken. Eine Falle? Die Situation ist weiterhin unklar, aber deine Priorität ist nach wie vor dieselbe. Du musst zum Schiff zurückkehren. Du hast das Magma-Zulaufsystem aktiviert. Die geschlossenen thermischen Schleusen werden nun wieder mit Energie versorgt. Suche sie, um weiterzukommen. Suche weiter nach der einzigartigen Energie, die du gegen den ersten Emmy benutzt hast. Nur so wirst du es mit ihnen aufnehmen können. Ja, ja, ich weiß schon, wo das Ding ist. Es zeigt mir die Karte ja schon. Dir ist sicherlich aufgefallen, dass sie entweicht, wenn ein Emmy zerstört wurde. Ja, ist mir aufgefallen. Es verbleiben noch 6 Emmy, die es auf dich abgesehen haben. Du hast nichts gegen sie in der Hand. Vergiss das nicht. Danke, das macht Mut, Adam. Danke. Okay. Ich mag enorm, wie sie die Story aufgebaut haben. Muss ich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. So, alles aufgeladen, alles cool. Lasst uns kurz noch auf die Karte gucken, bevor wir wieder ins Emmy-Gebiet gehen. Da oben komme ich nicht weiter, da war auch nichts mehr. Okay, wir können nur hier weiter. Und mein Weg führt mich... Ach, das ist der Quatsch-Dings wieder Weg. Hier wieder, mein Weg für... Wo ist dieses Thermo... Da ist das Thermo-Ding. Da muss ich rein.
Einfach gerade runter. Einfach gerade runter und dann wieder gerade runter. Okay. Mit Sicherheit ist die genau wieder hier in meinem Gesicht jetzt. Nee, ist sie nicht. Okay, gut. Ja, moin! Okay, so, hier rein. So, das jetzt neu. Ich hab mit viel gerechnet, aber nicht damit. Nein, ich hab's wieder verpasst. Da hätte ich wieder hochgekonnt. Ach. Käse, Mann. Ah, das geht gar nicht kaputt, oder was? Okay. So, also wir können da oben durchrutschen. Aber wir kommen jetzt auf jeden Fall dahin. Das ist die Energie, die wir brauchen. Da kriege ich wieder... Ich drücke immer die falsche Taste, ich hasse es. Da kriege ich die Energie. Wir können ja immer da oben durchrutschen. Wir können auch erstmal hier durchgehen, ist es egal. Oh, für hätte wäre das eh der gleiche Weg gewesen. Ah ja, okay, okay, ob ich hier durchrutsche oder nicht, macht keinen Unterschied. Ist aber vielleicht für die Flucht wichtig zu wissen, dass das da ist. Ich höre ein Piepen. Vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht holen wir uns erst die Energie und kümmern uns um das Viech, wenn wir... Jetzt kommen wir hin. Jetzt haben wir wieder. Jetzt haben wir es wieder gefunden. Ja. Nee, was ist das denn? Das ist gar nicht, was ich suche. Oh, shit. Das ist das Ding, was wir vorhin gesehen haben. Cool. Okay. Kann ich die Dinger da kaputt machen, da oben? Nein. Hast du was gegen Raketen? Ja. Muss ich die immer jetzt erst kaputt machen, bis ich so eine Energie bekomme? Ist es sowas? Ah, Mann. Also mache ich dem Schaden so oder nicht? Kann ich das Ding da oben auch kaputt machen? Nee, offenbar nicht. Ah, okay, ich wollte schon sagen, was macht man eigentlich, wenn man keine Raketen mehr bekommt? Ah, dann kann man diese Dinger hier kaputt machen. Okay, I see. Ja, dann pfeffern wir da halt Raketen rein. Schätze ich mal. Oh mein Gott, das Zielen kann ich noch überhaupt nicht. Also ich kann nur hochschießen gerade. Oder halt so komisch. Okay. Jetzt ist es... Ja, jetzt kann ich es normal angreifen. Alles klar. Komischer Boss. Komischer kleiner Miniboss. Vor allem halt so gar nicht gefährlich, aber gut. Und jetzt kommt da Energie da wieder raus. Ja. Okay, oh no, 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 no. Aber der nächste Emmy macht gleich einen Abflug. Der nächste Emmy macht gleich einen Abflug. Wir haben wieder aufgeladen. Yes! Halte L und Neige, um zu zielen, ist ein Ziel. Nee, ja, das hatten wir schon mal. Und das geht jetzt allerdings, wie gesagt, nur so lange, bis wir das Emmy-Viech zerstört haben. Also jetzt wird Emmy zerstört. Jetzt wird Emmy zerstört. So, ich war irritiert, was ich machen muss, aber jetzt, ja, verstanden. Aber ich schätze mal, diese Zentraleinheiten werden mit der Zeit immer schwieriger. So wird es wohl sein. So wird es wohl ablaufen. So, wo ist das Emmy-Ding? Kommt der hier runter? Jawohl.
Okay, ich dachte, ich komme schnell genug dahin, aber das war eine ganz schlechte Idee. Oh mein Gott, habe ich es gerade... Oder war das so gedacht? Ja, wie ist es denn gedacht, was ich hier tue? Nein, ich hab's wieder verkackt. Shit. Aber war das gerade Zufall, dass ich einmal den Dings geschafft habe? Die... Weißt du schon? Oh ne, jetzt muss ich das nochmal machen. Ah, ich muss erst aufschießen. Okay. I see. Und dann so. Und das Aufladen dauert halt eine Weile. Und das muss ich sozusagen schaffen, um den Emmy zu zerstören. Diesen Aufladevorgang. Okay. Kommt er nicht aus der Richtung? Doch, da kommt er. Ah! Das hat nicht hingehauen. Ich dachte, ich kann ihn so treffen. Oh, jetzt kommt er. Oh nein, er kommt. Oh, Mama. Dachte, ich kann den dann so, aber scheinbar nicht. Scheinbar kann ich den nicht so. Wir probieren es nochmal. Nein, das geht immer noch nicht so richtig. Aber irgendwie so muss es gehen. Irgendwie so muss es gehen. Wo kommt er jetzt? Wo ist der jetzt? Aber ist ein Ziel in der Nähe, dreht sich Samus automatisch in die entsprechende Richtung. Das ist auch... Ach so, ah, verstanden. Das meinst du mit Drehen. Das haben die mit Drehen gemeint. Alles klar. So, jetzt aber. Aufladen. Jetzt ist es aufgeladen. Aber ich kann nicht... Oh Mann, der schießt dann nicht. Ich stelle mich an wie der letzte Mensch, ne? Wo kommt die jetzt eigentlich her? Da unten ist sie, da unten ist sie. Jetzt kommt sie hier hoch. Okay. Vielleicht stehe ich aber auch nicht günstig, so wie ich das will. Wenn ich, vielleicht mache ich das hier unten auch falsch. Aber das juckt den nicht. Vielleicht ich muss wahrscheinlich erst normal schießen, dass das abgeht und dann den Laserschuss machen. Wahrscheinlich irgendwie so. Keine Ahnung. Jetzt kommt sie da unten wieder her. Wahrscheinlich muss ich erst so machen. Ja, 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 ja. Oh nein, 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 nein. Schlecht, schlechte Idee. Also treffe ich das? Ich treffe das halt kaum. Ja, genau, jetzt wird es nämlich so heiß. Okay, ich verstanden. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das gecheckt habe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ich hab's wieder nicht hingehalten. Nein, 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 scheiße. Ah, okay, aber jetzt habe ich es verstanden. Ich muss irgendwie lang genug da drauf schießen können. Das geht also wirklich nur in so ein... Oh, jetzt gibt der Quatsch wieder. Aber genauso wie hier. Das muss sozusagen so aufhitzen und dann erst kann ich drauf schießen mit dem Laser. Ja, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Das Problem ist halt, dass Samus nicht so wirklich gut zielt.
Na, also wenn ich jetzt hier... Leider schießt die halt immer so komplett gerade und das ist ungünstig. So, jetzt. Jetzt. Zack, und jetzt richtig. Jetzt richtig. Das war's, Emmy. Huh. Kriegen wir von denen auch eine Fähigkeit? Ja, ne? Safe kriegen wir von denen eine Fähigkeit. Bestimmt ist an den Wänden zu krabbeln von dem jetzt. Ja, genau, weil der so an den Wänden krabbeln konnte. Ob die anderen das auch können, weiß ich nicht, aber der konnte an den Wänden krabbeln, deswegen dachte ich mir schon, dass jetzt sowas kommt. Und jetzt gehen diese, genau, das ist für die blauen Wände. Nice. Okay. Jetzt geht alles mit den blauen Wänden schon mal. Das ist doch schon mal was. Hier bekannt sich Samus durch Nutzung eines Magnetfelds an blaue Magnetoberflächen von Wänden und Decken heften. Kannst bewegen und auch angreifen. Neige L nach oben, während du an der Decke geheftet bist, um dich von der an die Decke zu pressen. Okay, cool. Ja, Omega-Kanone ist durch. Emmy ist zerstört. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.